zusammen. Es ist so lange her, dass ich mal eine Make-up-Routine gemacht habe, dass ich euch mal gezeigt habe, was ich so täglich für einen Kult um meine Visage mache. Und ja, es geht auch schon direkt los. Ich fange an immer mit einer Augenpflege. Das ist das allererste, was ich mache. Ich bin ja nun auch wirklich keine 20 mehr. Und Mutti muss da wirklich ein bisschen kämpfen, dass die Falten nicht kommen. Noch halten sie sich in Grenzen. Ich muss hier meinen Schach halten. Ja, dann nehme ich immer einen Primer. Das ist der nächste Schritt. In dem Fall, das habe ich ganz vergessen, euch zu zeigen, was ich immer so nehme. So, und zwar, meine Augencreme ist von Art Deco die Skin Yoga Repair Augencreme. So, und mein Primer ist von Max Factor Facefinity All Day Primer. Der ist richtig super gut. Der zaubert mir echt alle Poren so weg. Das finde ich großartig. Wenn ihr euch fragt, warum mein Gesicht so rot ist, stellenweise, ich habe gerade ein Gesichtsepiliergerät ausprobiert. Das Video dazu, falls euch das interessiert, falls ihr euch auch umschaut nach einer alternativen Gesichtshaarentfernungsmethode, dann schaut auf jeden Fall mal hier in die Infobox. Ich verlinke das. Ich verlinke es aber auch am Ende des Videos. Ach so, kann ich gar nicht, weil das ist das nächste Video, was kommt. Also ich verlinke es euch, wenn es online ist, hier unten. Oder abonniert auf jeden Fall, weil das ist das nächste Video, das kommen wird. Ja, also weiter geht's. Ich wollte dieses Video, beziehungsweise habe ich so ein ähnliches Video schon mal angefangen, beziehungsweise habe es gedreht und hochgeladen. Und vielleicht haben drei Leute von euch das auch schon gesehen. Das geht um Art Deco Produkte und den Online-Shop, weil Art Deco einen Online-Shop hat. Ja, ich wusste es auch nicht. Schaut mich also nicht so fragend an. Ich hatte das Video hochgeladen und wollte es auch so First Impression mäßig machen. Also habe alle Produkte, die ich bestellt habe, ausprobiert. Direkt live. Aber ich war zu faul. Ich hatte meinen Spiegel vergessen. Und war zu faul aufzustehen und den zu holen. Und habe das dann über das Display gemacht. Ich habe mich also über das Display geschminkt. Und das sah so katastrophal aus. Falls ihr euch fragt, nein, ich wohne nicht in einem Kindergarten. Das sind einfach nur meine Kinder, die einen riesen Krach machen. So, dann weiter im Text. Mein Primer ist jetzt eingezogen. Also, je nachdem, wie meine Haut so ist, kommt dann der nächste Schritt. Also entweder nehme ich ein Kompakt-Make-up, denke ich, ja, Kompakt-Make-up von Vichy. Oder, wenn meine Haut super ist, dann nehme ich von L'Oreal die Skin Perfection Anti-Müdigkeitspflege-Dings. Es ist quasi wie so eine BB-Creme, weil es getönt ist. Aber wie ihr sehen könnt, meine Haut ist vollkommen zerstört. Ich zoome euch mal etwas näher ran, damit ihr die Katastrophe noch schöner sehen könnt. Ich stelle meine Haut nämlich gerade um. Ich benutze eine neue Reinigung und Hautpflege und es dauert immer so 14 Tage, bis die Haut sich daran erneuert und daran gewöhnt hat. Deswegen habe ich ein paar Hautirritationen. Und dementsprechend muss ich natürlich das schönere Make-up heute wählen. Das bessere Make-up. Das kräftigere Make-up. Und gehe damit mit dem Bufferpinsel. Gebe ich das einmal überall hin. Das ist jetzt kein Special Event Make-up. Das ist wirklich mein Everyday, jeden Morgen vorm Spiegel machen Make-up. Das, ich habe keine Zeit für aufwendige Make-ups. Make-up. Das Make-up ist ein paar Nuancen zu dunkel für mich. Ich hatte das nämlich gekauft. Da war ich noch ein bisschen gebräunter. Aber ich mag das so gerne, deswegen benutze ich es weiter, auch wenn ich einen Tick zu hell geworden bin. Dann, meine wirklich neue große Liebe ist von Art Deco, der, wie nennt er sich korrekt, Anti-Aging Concealer mit Lifting-Effekt. Das ist auch wieder mit so einem Drehding und dann, das geht nämlich so ratzifatzi morgens. Ich gebe das hier so auf die Augen, ein bisschen bis zu den Schläfen, ein bisschen runter hier, bis zur Nasenlabialfalte. Heißt das so, ne? Und dann andere Seite, ich lasse das immer so ein bisschen einwirken.
Da sind ja auch immer noch so pflegende Stoffe mit drin, gerade bei diesen Anti-Aging-Sachen. Und auch hier oben noch. Ich habe nämlich so durchscheinende Haut an den Augen. Egal, ob ich wunderbar geschlafen habe und ausgeruht bin, vielleicht noch im Urlaub 3 Wochen hatte, wenn ich mich nicht schminke hier an den Augen, denken alle, ich bin krank, weil die Adern immer durchscheinen, dadurch meine Augen immer so rot aussehen. So, hier noch ein bisschen. So, die Reste, die noch so an dem Pinsel sind, gehe ich dann immer noch so ein bisschen auf Pickel und so. So, ich mache das dann einfach mit dem Finger, dass ich das verteile schnell. So einklopfe in die Haut. So, das Ganze muss ich natürlich fixieren, weil es eine cremige Konsistenz ist. Wo ist mein Puder? Und dafür nehme ich von Art Deco den losen Puder. Das ist so ein transparenter, loser Puder. Und Leute, der ist Bombe. Der hält alles. Den ganzen Tag, das ist Wahnsinn. Aber echt ganz sparsam nur verwenden, weil der ist echt sehr stark. Also, wenn man da zu viel benutzt, sieht man echt sowas von abgepudert aus. Das ist schon nicht mehr feierlich. Also, sparsam trage ich diesen auf. Aber das ist noch nicht genug am Puder. Danach nehme ich noch meinen Bronzing-Puder. Gebe den einmal so ein bisschen auf den Hals, Dekolleté, Stirn, also einmal so komplettes Gesicht so ein bisschen. Danach nehme ich meinen Pinsel, den abgeschrägten, zum Konturieren und gehe so ein bisschen damit meine Wangenknochen nach. Und auch nochmal Stirn und Schläfen. Damit sehe ich mal schon mal direkt viel frischer aus. So, jetzt nehme ich mein geliebtes Rouge. Das ist ebenfalls von Art Deco. Aus einer LE, aus der Glam Vintage LE. Der sieht so hübsch aus. Schaut mal hier. Hübsch. Da war auch ein ganz schönes Muster drin, aber das habe ich mittlerweile weggeblasht. Das ist auch so ein Blush, wie ich ihn liebe, so einer, der zu allem geht, der zu vielen Lippenstiften und Looks immer passt. So, Ta ist damit schon abgeschlossen. So, und dann nehme ich mir meinen, das kommt jetzt echt total darauf an. Nehmen wir mal an, ich habe jetzt 10 Minuten länger Zeit. Dann würde ich jetzt noch meinen Jumbo Eye Pencil nehmen in Weiß und mehrere Lidschattenfarben verwenden. Habe ich aber keine Zeit. Wo habe ich denn meine Lidschatten jetzt? Da. Und zwar habe ich mir meine Lidschattenpalette selber zusammengestellt. Das könnt ihr auch bei Art Deco machen. Die haben diese kleinen magnetischen Container und diese kleinen magnetischen Lidschattenfarben. Und ich habe mir meine eigene Lidschattenpalette zusammengestellt mit den Farben, die ich eigentlich alltäglich ständig nehme und mit denen ich aber auch ich bin unterwegs und abends ist irgendwie noch ein besonderes Event und dann kann ich mit den beiden dunkleren Farben mir noch was Smoking-mäßiges zaubern oder eben halt einen Tages-Make-up-Look damit zaubern. Also das ist eben das Praktische an diesen Dingern, die man sich eben selber zusammenstellt. Das kann man auch natürlich bei, ich glaube, Inglot machen oder bei MAC machen, aber das ist natürlich ein immenser Preisunterschied. So, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, ich habe 10 Minuten länger Zeit heute und deswegen zeige ich euch das mal, wie ich das mache. Also erstmal die weiße Base auf dem ganzen beweglichen Lid und so im Augenwinkel mit dem Finger ein bisschen verteilen. Das ist übrigens genau das Make-up, was ich in den letzten
100 Fotos bei Instagram hatte oder auch in meinen letzten Videos. Es ist immer dasselbe gewesen. Und ihr habt mich so oft gefragt, was ich benutzt habe und ob ich ein Tutorial dazu machen kann. Bitteschön, euer Wunsch ist mir Befehl. Das habe ich jetzt somit getan. So, und zwar nehme ich jetzt erstmal die Farbe, das ist dieses Weiß, das nennt sich, oh, da steht jetzt kein, das ist 512, ich hatte auch mal diese Deckel, da sind ja immer diese Deckelchen bei, aber die habe ich natürlich jetzt nicht dabei, die sind halt immer so offen, also 500, ich schreibe es euch auch nochmal in die Infobox, 512, das ist eben dieses Weiß, und das gebe ich in den Augenwinkel, hier ist übrigens auch ein kleiner Spiegel immer drin. Was sehr praktisch ist, wenn man unterwegs ist. Ich habe mich damit auch schon mal während der Fahrt geschminkt, aber ich war natürlich nur der Beifahrer. Das geht auch. Nur der Lidstrich, das war ein bisschen kompliziert. So, dann ein bisschen davon gebe ich auch so auf das bewegliche Lid. Aber wirklich nur so ein bisschen, nur damit das Weiß so ein bisschen gesettet ist und nicht so rumschmiert. Dann nehme ich mir einen spitzen Blending Brush, nehme ich an. Und gehe damit in diese beiden Farben. Das ist die 578 und 517. Das ist mehr so ein Mauve-Ton und so ein Chocolate Brown, würde ich sagen. Und gehe damit meine Lidfalte nach. Und dann blenden, blenden, blenden. Ab und zu gehe ich nochmal in diesen Mauve-Ton. Den habe ich mir ausgesucht, weil ich grüne Augen habe. Und der hat so einen dezenten, leichten Pink-Rot-Einschlag. Und das bringt natürlich das Grün ein bisschen mehr zum Vorschein. Wenn ihr blaue Augen habt, würde ich schauen, dass ich so ein bisschen was in dem Kupferbereich finde. Das gibt immer schön, ja, Kontrast zur Augenfarbe. So. Und das gleiche mache ich mit dem anderen Auge natürlich auch. Das war's schon mit dem Lidschatten. Ich habe ja auch noch ein Schwarz in der Palette. Wie gesagt, immer für abends. Man weiß ja nicht. Oder wenn ich mal keinen Bock auf einen Eyeliner, so einen dicken Eyeliner habe, wie ich ihn manchmal trage, dann kann ich damit so ein bisschen den Wimperkranz verdichten. Also Schwarz ist auf jeden Fall so ein Basic. Das muss man einfach auf jeden Fall haben. Dann geht es weiter mit dem Lidstrich. Wenn ich Zeit dafür habe, mache ich den. Wenn ich keine Zeit dafür habe, lasse ich ihn halt weg. So, aber wir haben ja gesagt, ne, wir haben ja heute 10 Minuten länger, also gibt es heute auch noch den Eyeliner. Dafür nehme ich mir aber wieder meinen kleinen Spiegel. So, dann ziehe ich mir meinen Eyeliner. So, Eyeliner ist auch fertig. Jetzt fehlt nur noch Mascara. Dafür nehme ich von Art Deco die All-in-One Mascara in Waterproof. Und die trage ich natürlich oben und unten auf. Ich habe auch noch mal eine Zwischenfrage an euch. Was findet ihr besser, wenn ihr Videos schaut, wenn der Hintergrund ganz neutral ist, also so quasi, so wie bei mir jetzt einfach so, wenn also gar nichts los ist? Mögt ihr das, wenn der so ein bisschen, wenn da ein bisschen mehr los ist? Also wenn ich jetzt nur noch ein bisschen was Blinkendes und ein paar Kerzen oder so. Was findet ihr schöner? Ich überlege gerade, wie ich hier meine Filmstudio-Ecke quasi einrichten soll. Ich bin ja immer noch dabei. Und bin jetzt aber so ein bisschen unschlüssig, was ihr besser findet. Einen neutralen weißen Hintergrund oder ja halt ein bisschen mehr Action? Schreibt mir das bitte in die Kommentare. Ich habe gesehen, dass es jetzt nicht nur Wimpern-Extensions gibt, sondern das gleiche Prinzip auch für Augenbrauen. Ihr könnt euch jetzt auch künstliche Augenbrauen ankleben sozusagen. Verrückt, oder? Die nicht alles gibt. So, so anschließend fixiere ich meine Augenbrauen nochmal mit einem Augenbrauen-Gel. Und Augen sind fertig. Jetzt kommt es, wie gesagt, immer drauf an, was ich jetzt noch vorhabe. Normalerweise nehme ich jetzt ein Gloss und bin fertig. Oder aber ich nehme einen Lippenstift.
Und zwar ist der meistens pink und hält lange. So. Bin fertig. So sieht's aus, wenn das ganze Zeug aufgetragen ist in meinem Gesicht. Ja, ich habe es immer noch nicht geschafft, zum Friseur zu gehen. Ich sehe aus wie Kraut und Rüben. Ich finde auch diese Haarfarbe sowas von beknackt. Dieses ausgewaschene, undefinierte, ich weiß nicht mal. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, welche Haarfarbe euch an mir gefallen würde. So, also, Look ist fertig, geschminkt. Und ja, das ist, was ich immer mache mit klitzekleinen Varianten. Variationsänderungen, ne? Also manchmal mit Eyeliner, manchmal nur mit Lipgloss, nicht mit Lippenstift. Aber im Prinzip ist es das, was ich immer benutze. Es sind immer dieselben Lidschatten, das ist immer der gleiche Mascara, es ist immer dasselbe Make-up. Der Puder, das Rouge, es ist halt immer in den letzten Wochen dasselbe gewesen. Es ist immer dieses. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch. Schaut auf jeden Fall mal unten bei Art Deco in dem Onlineshop um, falls ihr auch Interesse daran habt, euch mal eure eigene Palette zu machen. Und schaut auf jeden Fall mal auf deren Facebook-Seite, weil ich meine nämlich, dass die in den nächsten Tagen ein bisschen was verlosen. Ich habe es läuft. Also meine Lieben, das war auf jeden Fall meine Make-up-Routine. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video wieder und ich wünsche euch bis dahin alles Gute und bis bald.